Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Together Secrets of Grandia, wieder mit dem Sub und dem Jungen. Jawollo, und wir sind hier auf Timing noch oder bei Timing, auf Timing, bei Timing, in Timing. In Timing. In Timing, und wir scheinen eine Vorahnung zu haben, wenn wir jetzt aus diesem Sammlerhauptquartier herausgehen werden, treffen wir auf einen Boss. Gather your friends. Wo sind meine Friends? Ich will noch nicht. Ja, geh an meine Hand. Oh. Noch siehst du. Oh, da ist einer tot. Oh nein! Bist du in Ordnung, Chrono? Kannst du dich bewegen? Es tut mir leid, es waren einfach zu viele. Jetzt hängt alles von dir ab. Von mir? Aber mein Arm ist gebrochen. Was soll ich denn tun? Du sollst ihnen zeigen, wer der Boss ist. Wir vertrauen dir, Kindchen. Ja, wie auch noch zwinkert, ne? Du hast recht. Überlass das mir. Ich werde diese Stadt verteidigen. Na komm schon her, du närrischer Wurm. Zeig dich. The threat from below. Und er ist im Wasser. Wow. Waren die Leute damals wirklich so schwach? Wie gut, dass wir gerade hier sind. Zeigen wir ihnen, wie ein paar wahre Sammler kämpfen. Wie hieß der Wurm jetzt? Gigantischer Dornwurm. Au. Oh, er spuckt natürlich kleine Würmer, was auch sonst. Und er hat einen großen Schwanz. No homo. Bin übrigens schon Half-Life. Der haut ganz schön rein. Ich habe mich bisher noch nicht erwischen müssen. Okay, das eine kleine Ding ist tot. Das ist gut. Aber wir können ihn immer angreifen. Noch. Guck mal, wir haben den schon fast Half-Life. Ja, und wir können ihn immer angreifen, überall, wo er halt ist. Ja. Das ist ein Zuckerschlecken. Gerade. Ah, oh, another one. Another one. Natürlich. Ein Zuckerschlecken. Fuck my life. Ja, RIP. Das werden bestimmt nicht die letzten beiden sein. Ich werde mir wetten, das könnte, da wird noch ein dritter kommen. Ja, aber schon too much, oder? Wollen wir erstmal auf den Lilanen gehen, dass wir den vielleicht erstmal down kriegen? Zwei tot machen, dass wir nicht mehr zwei hier haben, ne? Ja. Aber die gehen bisher. Ja. Ich habe halt leider nicht mehr so viel Leben. Das ist ich glaube, die haben mich bisher. Oh, jetzt haben sie mich gerade mal getroffen, aber bisher habe ich fast gar nicht getroffen. Das Problem ist, ich laufe immer in die Ads rein. Hier sind halt auch schon drei kleine Würmer leider. Ich bin übrigens gleich tot. Oh, falsche Richtung. Aber der Lilane ist fast down. Okay, haben wir Ed tot. Da kommt ein neuer Ed. Oh, ich bin tot. Wollen wir es da oben machen? Mal, ja. Ich glaube nicht, dass die Würmer einen verfolgen. Ich glaube, wo die rauskommen, das ist relativ random. Das ist gut. Das ist wirklich gut fürs Wiederbeleben. Okay, der Lilane ist fast tot. Oh, der Lilane ist tot. Sehr gut, komm. First try ever? Das war, glaube ich, der erste Boss, den wir first... Oh, ich bin gleich schon wieder tot, weil ich nur Half-Life war. Vielleicht von den Schleim aus, vielleicht hab ich den. Aber das geht jetzt von den Lilane. Ich laufe halt immer in die Erz rein. Ich bin gleich schon wieder tot, Leute. Aber wir machen noch Damage ordentlich. Aber halb kritisch. Oh, ich glaube, man ist tot. Du bist gerade ein bisschen leise. Ja, kann sein, nicht ein bisschen leise. Ich bin concentrated. Oh, jetzt kommt sie. Da kommt sie. Oh, rechtzeitig. Die beiden Ads, die haben uns voll drauf gehabt. Aber oh, die sind beide tot. Okay, der blaue, der spielt auch nie lange Ads. Deswegen. Ja, genau. Aber mein Pubbel, der lebt auch noch. Der haut auch. Der haut auch noch. Okay, wieder ein Ad. Ich liebe diesen Geisterangriff, ey. Au! Oh, nein! Nicht aus dem Spiel raus, Tim! Nein! Die Preview hat fertig gerendert! Nein! Wir haben es geschafft! Wir sind durch? Ja. Easy! Nein. Easy Boss, Alter, war wirklich nicht schwer. Ich hab 15 Leben. Ich bin nicht einmal gestorben. Oh, warte mal ganz kurz, bevor wir. Oh, jetzt. Mach. Ich muss noch mal ganz kurz raus, Tim. Ich will kurz sehen, ob ich das Bild noch. Ja, okay, das Bild ist Standbild. Ich habe OBS nicht mehr im Vordergrund gehabt, aber.
Ist alles gut. Beeindruckend, welche außerordentliche Kampfhäschen. Es tut mir leid, Leute, dass ihr gerade Standbild handelt. Und auch zum Ende, lol. Beeindruckend, welche außerordentliche Kampffähigkeiten. Das explodiert am Anfang, am Ende so. Ja, okay. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, wären wir. Das war so klar. Yo! Okay. Wir sind verdammt. Es ist eine Matriarchin. Gott sei Dank. Danke. Schwächlinge. Ihr nennt euch selbst Sammler und doch müsst ihr auf ein paar fremde Kinder vertrauen, um eure Heimat zu beschützen. Der sieht aus wie Link. Es tut mir leid, Sammler. Aber wir haben einfach keine ausreichende Mannschaftsstärke, um uns gegen sie zu verteidigen. Die hatte ich auch, glaube ich, ne? Wenigstens sind wir hier, um zu kämpfen. Du bist immer mit deinen lächerlichen kleinen Abenteuern beschäftigt. Ich glaube langsam, dass dir dieser Ort hier einen Dreck und ich hab weggemacht. Bedeutet wahrscheinlich, ne? Was? Was hast du gerade gesagt? Der will doch keine Frau schlagen. Glaubst du, ich habe die ganze Zeit trainiert, um solche einfache Würmchen zu bekämpfen? Eines Tages wird ein weit größeres Übel diese Welt bedrohen und ich beabsichtige, ihm gewachsen zu sein. Ich kann noch stärker werden. Es wurden noch weitere Karten darauf gefunden zu werden. Bis wir sie alle haben, kann ich nicht sicher sein, dass ich der Stärkste bin. Ich habe nicht das Vergnügen, mich hier niederzulassen, bis ich so stark geworden bin, wie es mir irgendwie möglich ist. Ha! Viel Spaß dabei, dich niederzulassen, wenn diese einfachen Würmchen den Ort eingeebnet haben. Na, jetzt beruhigt euch alle erst einmal. Wir sind alle Sammler, uns gegenseitig zu bekämpfen, wird niemandem helfen. Der sieht aus wie Link. Ihr seid stark. Zumindest stärker als dieser Haufen hier. Sammler, nach all dieser Zeit. Haben wir uns scheinbar gesehen? Oh, jetzt erinnere ich mich. Ihr wart diese seltsamen älteren Kinder, die vorbeikamen, als ich noch jung war. Ja. Genau. Tut mir leid, euch vorhin Kinder genannt zu haben. Ihr müsst älter sein, älter sein als ich, obwohl ihr so jung ausseht. Wie auch immer, ihr habt meinen Dank dafür, die Stadt beschützt zu haben. Wir stehen in eurer Schuld. Kinden, stell sicher, dass sie für ihre Dienste gerecht entlohnt werden. Oh ja, natürlich. Ich denke, ich habe bereits eine angemessene Belohnung im Sinn. Gut, dann räum diese Sauerei auf. Ich werde mich mit Tessen treffen. Ausgezeichnete diese Idee. Sie hat dich schon sehr vermisst. Ihr Haus liegt im Südwesten auf der Insel ganz links. Oh, da gibt es Inzest-Action. Okay. Du brauchst mir nicht zu sagen, wo meine Schwester wohnt. Du Narr. Geh mir aus dem Weg. Alter, was ein Pisser, ey. Erst noch der König des Spaß und jetzt irgendwie der König der Pisser. Ja. Irk. Ich mochte ihn mehr, als er noch ein eingebildetes pazifistisches Gör war. Sei nicht so streng mit ihm, Fighter. Es ist die heilige Pflicht der Sammler, seltene Schätze zu finden und mächtig zu werden. Du weißt genauso gut wie ich, dass Sammler diese Stadt am Herzen liegt. Er liebt gewiss seine Schwester und Sisu. Nun, was euch angeht, was wolltet ihr noch gleich? Ein Abzeichen des Mutes? Offen gesagt glaube ich, dass ihr euren Wert bewiesen habt. Hier, nehmt eines. Ihr habt bewiesen, Sammler zu sein. Keine 98 Quests mehr, juhu. Ja. Jetzt ist nur noch das Abzeichen des Glaubens übrig. Aber keine Ahnung, wo wir eins finden sollen. Gehen wir nochmal zu Tessen. Vielleicht hat sie noch ein paar Ideen gekriegt, während wir die anderen beiden besorgt haben. Sagte der alte Mann nicht, dass sie in einem Haus im Südwesten lebt? Update! War das erste, was ich gedacht habe, als ich die Matriarchin gesehen habe. Oh. Bitte lass hier ein Checkpoint sein. Lass hier ein Checkpoint sein. Ja, ich habe noch 15 Leben, ey. Ja. Hui, 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 hui. Aber an sich war okay der Boss. Der war, weil der nicht irgendwelche komischen Flächenangriffe hatte oder so, sondern immer nur da angegriffen hat, wo der gerade war. Das war ganz gut. Als Magier war das eigentlich so ein Geschenk für mich, der Boss. Ja, das stimmt. Dieser Tanzangriff. Waren wir hier überhaupt schon mal drin? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Oder? Die hatte ich beide, ne? Ja. Aber du bist jetzt bestimmt stark genug. Sisu sagte mir, du bist die stärkste Person, die er je kennengelernt hat. Du verstehst nicht. Ich muss so stark werden, wie ich es werden kann. Und erzähl mir nichts von Sisu. Du weißt, dass er mir zustimmt.
Ja, aber nur weil er von deinem Sammeln besessen ist. Kannst du das nicht sehen? Manchmal frage ich mich, was euch beiden wirklich wichtig ist. Unser Dorf oder diese wertlosen Karten? Die sind nicht wertlos. Die Karten sind echt wertlos. Ich brauche sie, um stärker zu werden. Um diese Stadt zu beschützen. Um dich zu beschützen, Tess. Dann bleib bei mir. Wenn du nicht mal hier bist, wie kannst du mich dann beschützen? Außerdem will ich deinen Schutz gar nicht. Ich will einen Bruder. Tessen, du... Ich habe nur ein paar Karten übrig, bis mein Album komplett ist. Danach werde ich zurückkehren. Kann er uns mal ein paar abgeben? Oh, hier schon wieder. Bitte tretet beiseite. Ich habe Geschäfte zu erledigen und ich kann nicht lange bleiben. Ich will auch Karten sammeln. Ich auch. Oh, ihr seid es. Tut mir leid, dass ihr das alles mit anhören musstet. Und tut mir leid, dass Sammler nicht gastfreundlicher ist. Als wir Kinder waren, wollte er nie Sammler werden. Er verabscheute Gewalt. Er wollte ein Dichter oder Maler werden. Er wollte die Menschen glücklich machen. Aber aus irgendeinem Grund hat er sich umentschieden. Ich habe das Gefühl, als wäre er eine ganz andere Person. Heutzutage interessiert ihn nur noch das Sammeln. Die ultimative Ausrüstung. Jede einzelne Karte. Er will alles. Ich fürchte, wenn er wirklich alle Karten gefunden hat, wird er einfach eine andere Ausrede ausdenken, um weiterzumachen. Es ist nicht fair. Ich will einfach meinen Bruder zurückhaben. Nimm sie nicht zu übel, Tessen. Manche Dinge sind größer als eine einzelne Person, größer als eine Stadt. Diejenigen unter uns, die ihre Bestimmung finden, müssen ihr folgen. Bis zum Schluss. Egal, was es uns auch kosten möge. Selbst wenn wir unsere Freunde und Familie verlieren? Selbst wenn wir uns selbst verlieren. Was für ein schrecklicher Unsinn. Ich will nicht unhöflich sein, aber du kennst Sammler überhaupt nicht. So ist er nicht wirklich. Du hast recht. Ich habe mich gehen lassen. Wollt ihr immer noch ein Abzeichen des Glaubens? Ja, genau deshalb sind wir eigentlich hier. Gut, ich habe einen Vorschlag für euch. Wenn ihr etwas für mich finden könnt, werde ich euch meins geben. Du gibst uns deins? Geht das denn? Nicht ohne Bestrafung, aber die lasse ich für eine kleine Chance über mich ergehen, Sammler wieder normal werden zu lassen. Nur eine Bestrafung? Red weiter. Als Sammler gerade mit Trainieren begann und ich fühlte, wie wir auseinanderdrifteten, zeichnete ich ihm eine Schatzkarte. Ich vergrub einen Gegenstand, der uns sehr wichtig war und hoffte, die Schatzjagd würde ihn an unseren gemeinsamen Spaß erinnern. Aber er hat einfach weiter trainiert. Er hat sich nicht einmal auf die Suche gemacht. Der Schatz war in einer Höhle versteckt, in der wir immer spielten, oh, ich weiß. Gleich in der Nähe des Friedhofs im Norden. Ich wollte ihn vor ein paar Wochen holen, aber irgendein seltsamer Typ hat sich dort breit gemacht und baut dort einen Vergnügungspark. Er sagt, es sei unmöglich, an das Ende der Höhle zu gelangen, bis er fertig ist. Das könnte noch Monate dauern. Und was sollen wir dann tun? Ich hörte, was ihr für Sisu und Pran Di getan habt. Sie sagen, ihr seid so etwas wie Wundertäter. Also, wenn ihr dieses Wunder auch machen könnt, gebe ich euch, was ihr wollt. Ein Abzeichen des Glaubens. Das klingt fair. Los geht's, Belger. Zeit für eine gute alte Schatzjagd. Jawoll! Eine neue Quest des Königs Kronjuwelen. Tessen, die junge Priesterin in Taiming, vergrub vor vielen Jahren einen wichtigen Gegenstand. Jetzt will sie, dass du ihn zurückholst und ihn ihrem Bruder Zamla übergibst, aber irgendwer hat eine halbfertige Puzzlewelt in den Weg gebaut. Geh zur Puzzlewelt im nördlichen Taiming, suche einen Weg hindurch und grabe den Schatz aus. Das klingt nach einem großen Abschlusspuzzle hier in Taiming oder sowas. Meinst du? Wenn wir dann alle Abzeichen zusammen haben, vielleicht... Na, da unten wird noch weiter. Boss sein, ja. Ich denke, da unten wird bestimmt kein Boss sein in der Höhle. Warum sollten die einen Boss bewachen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir jetzt mit Krillin reden. Den hatte ich, glaube ich, auch. Tut mir leid, Kinder. Ich weiß, ihr wollt hier rein, aber ihr werdet warten müssen, bis wir fertig mit Aufbauen sind. Meine, absolut zugelassenen Arbeiter hemmen gut voran, während wir sprechen. Ist uns auch egal, ob ihr fertig seid. Wir wollen uns nur umsehen. Und meine brillanten Puzzle-Ideen stehen? Haha, bestimmt nicht. Jetzt haut ab, bevor ich euch meine Muskeln zeigen muss. Hey, Boss! Hey, Boss! Hey, Boss! Guck, sagte er, bräuchte ein paar mehr Planken für diesen dämlichen Kunstraum. Boss? Was? Wer bist du? Ich bin nicht dein Boss.
Bist du bescheuert? Du hast uns den ganzen Weg hierher geschmuggelt und jetzt hast du das alles vergessen? Ich habe niemanden hierher geschmuggelt und du bist nicht mein Angestellter. Schließlich würde ich niemals unlizenzierte Arbeiter für die Puzzle Construction verwenden. Denk nur an die Kinder. Ich bin gerade wirklich verwirrt. Was dir dein Boss sagen will, ist, dass du so tun sollst, als würdest du nicht für ihn arbeiten. Ansonsten könnten Leute wie wir den Fakt ausnutzen, dass er unlizenzierte Arbeiter für die gefährlichen Bauarbeiten angeheuert hat. Zum Beispiel könnten wir damit drohen, die Behörden zu informieren, außer er lässt uns sofort durch. Ja, genau das will ich damit sagen. Verdammt, also gut, ihr könnt reingehen, aber sagt bloß niemandem was über die Grottlinge. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei uns sicher. Update, finde den Schatz. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay. Wow, diese Blaupause wirklich nicht, ist wirklich schwer zu verstehen. Der Typ, der sie gezeichnet hat, muss echt dämlich gewesen sein. Uck, wenn ich nur lesen könnte. Ja, wer lesen kann. Okay. Können wir die Tafeln verschieben? Oder müssen wir jetzt einfach nur in den... Okay, wenn du da drauf gehst, geht die Tür ein bisschen auf. Da oben. Ja, aber hier können wir nichts machen. Die Tafel muss noch hier hin. Auf die Stelle hier, sieht man ja, die ist so grün. Können wir bestimmt hier machen, oder? Ah, oder wir setzen die Statuen. Müssen wir die Statuen hier auf alle vier vielleicht draufstellen? Kann man die schieben, wenn die tot sind? Nö. Guck mal, die werden auch gleich wiederbelebt. Ich glaube, wir müssen einfach nur die. Ah, wir müssen die da darauf bestimmt aufsnocken oder so. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, die zerbrechen dann und dann wiegen sie nicht mehr genug. Ich glaube, wenn die so ausgenockt sind, dann darfst du die nicht kaputt schlagen. Okay. Aber dann bewegen die sich nicht mehr. Ah, ja, jetzt bleiben sie ja stehen. Ja, ja, ja. Wir müssen die dann hier drauf ausnocken, auf eine der Plattformen. Komm hier rauf, du Pisse. Nein, das reicht nicht! Ach, komm jetzt hier rauf, du Pissnake, Alter. Damit wir dich kaputt kloppen können. Jetzt hör auf mit Pummi da zu spielen! Ja, aber ich rufe mal zurück. Ah, oh. Oh, ich hatte gar kein Leben mehr. Ich war unten noch so viel. Lass uns jetzt hier unten machen. Oh, nice. Schön. Oh. Oh. Oh, oh. Okay. Ja, aber jetzt haben wir wieder mal mehr. Ja, wir wissen, was. Ja, ja, wir versuchen es. Pisser. Guck mal, der eine da drüben, den lassen wir, der gehen wir gar nicht in die Nähe. Nee, von dem gehen wir gar nicht hin. Ja, dann aktivieren wir den. Dann darf ich meinen Flächenangriff nicht machen, meinen Geistertypen. Muss ich mal merken. Oh, komm. Der hat nicht mehr viel. Ja, perfekt. So. Okay, dann holen wir uns den hier. Hallo, aufwachen. Okay. Oh, Arschloch! Alles klar, und es hat zu angry. Okay, gut. So, komm her, du Bitch. Easy peasy lemon squeezy. So, easy, ne? Weiter geht's. Jo, auf geht's. Oh. Okay, das ist auch ein Kampfraum, das sieht man schon. Ich mach den Busch, ich mach den Busch. Ich mach den Busch. Okay, der Affe nimmt die Statue, trägt die weg und wirft die. Okay. LOL? Ich hab's auch gerade im Augenwinkel noch gesehen. Puschel, komm wieder her, du darfst wieder. Ja, jetzt darf er wieder. Das macht wahrscheinlich dann noch mehr Schaden, wenn uns das trifft, aber die Affen halten auch nicht viel aus. Ich mach den Busch, ich mach den Busch. Oh, ich hab ja gar nicht mehr meinen Zauber hier drauf, meinen Double-Attack. Leute, die Affen nehmen sogar den Busch. Die Busche, die gucken dann auch so mega gucken. Alter, ist klar. Was geht ab? Die Affen sind ja des Todes. Statue hab ich. Oh, Schatten auch noch. Muss noch den Echo killen. Der ist schon halb down.
Oh, ich mach den Busch. Busch. Echo, verpiss dich, ich mach den Busch gerade. Gib mir doch mal wieder eine Karte, ich hab schon ewig keine Karte mehr bekommen. Oh, guck mal, eine goldene Statue. War das nicht irgendwie so ein Special-Gegner? Immer wenn die so golden waren? Kann das sein? Alter, die ist mega schnell. Ich habe AP kritisch. Die Statue ist mega schnell. What the fuck? Oh, ich hab Leben. Siehst du, wie schnell die ist? Ja, die goldenen sind so stark. Ich war so, will noch mal extra so kosten, ja. Oh, AP kritisch, nicht gut. Ich muss erst Energie sammeln. Ja, ich habe eigentlich nicht so viel, leider. Also für meine Zauber gehen. Ja, das meine ich auch. Auch Maß. Ich meine, ja auch Leben. Ja. Muss ja meine Talente auch machen können. Hast du Leben? Ich habe noch halb. Ja, ich habe jetzt halb auch wieder. Also jetzt kommen wir wieder. Und zuerst kommt Maizus. Antike Statue, die Höllen war gut. Mein Eis tut die zumindest noch ein bisschen verlangsamen. Ja. Ah, jetzt krieg ich nochmal Damage. Oh Gott, der ist so schnell, Alter. What the fuck, einfach nur. Epikritisch, ey, geh, ripp dich jetzt, ey. Eine Karte. Karte, jawohl, antike Statue. Erhöht Verteidigung 6. Jetzt habe ich die auch. Die hattest du doch auch, ne? Ja. Album, Karten, wir gucken sie uns nochmal eben an. Obwohl, ihr habt sie ja trotzdem schon gesehen, aber ich will sie auch nochmal sehen. Da ist sie, die antike Statue, jawohl. Und Trophy Unlock, Kartennovize. Reward 5000 Geld. Nice. Okay. Warum auch nicht? Aber Sub, bevor wir weitermachen, sind wir jetzt hier in einem Raum, wo keine Action ist und wir sind am Ende dieses Parts. Ja, wieder viel erlebt hier. Wir sind jetzt endlich in der Puzzle World. Mal gucken, was hier für eine Action abgeht. Warum auch immer vor 1000 Jahren hier die Puzzle World auch schon so aussah, obwohl die jetzt erst neu gebaut wird. Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder viel Spaß mit einem, ja, mit den Wurm-Boss-Gegnern und im nächsten Part schauen wir mal, was dann wieder abgeht. Bis dann, haut rein und ciao, Freunde. Ciao.